Hey Freunde, wie ihr bestimmt wisst, sind Hunde einfach wundervoll. Sie waren schon immer der beste Freund des Menschen. Außerdem sind sie sehr intelligent, treu und überaus feinfühlig. Leider gibt es viele Besitzer, die nicht gut mit ihren Tieren umgehen. So braucht ein Hund viel Auslauf, viel Liebe und viel Aufmerksamkeit. Wer einen Hund halten möchte, muss sich um alle Bedürfnisse des Tieres kümmern. Sonst wird das Halten des Hundes zur Tierquälerei. Vor einiger Zeit wurde im amerikanischen Fernsehen von einem schockierenden Fall berichtet. Das Fernsehen berichtete über die Geschichte eines 5 Jahre alten Dackels namens Obi. Dieser ungewöhnliche Dackel mit diesem ungewöhnlichen Namen wurde von seinem Vorbesitzer jahrelang vernachlässigt. Der kleine Dackel war 5 Jahre lang in einem kleinen Raum eingesperrt. Der kleine Hund durfte nie raus und sich mal richtig austoben. Anstelle von Liebe und Zuneigung bekam dieser Hund nur ständig zu essen. Von Jahr zu Jahr wurde der Hund immer dicker und dicker. Trotzdem ließ der Vorbesitzer den Hund nie aus dem Haus und gab ihm immer mehr zu essen. Der Dackel konnte sich schon bald kaum mehr bewegen, worauf der Vorbesitzer entschloss, das Tier abzugeben. Diese Entscheidung rettete dem Dackel sein Leben. Endlich bekam der Hund einen Besitzer, der sich richtig um ihn kümmert. Der neue Besitzer setzte Obi natürlich sofort auf Diät. Zudem sollte der Hund mehrmals pro Tag trainieren. Wie ihr bestimmt wisst, ist aller Anfang schwer und so hatte Obi anfangs vor allem mit seinem Bauch zu kämpfen. Der Bauch schliff während des Laufens auf dem Boden, daher war für das Tier jeder Schritt eine totale Qual. Mit der Zeit ging das Laufen jedoch auch immer besser und besser. Auch die neue Besitzerin empfand die Anfangsphase als überaus anstrengend. Sie war überaus froh, als der Dackel nach einigen Wochen einige Kilos verloren hatte. Doch auch als der Dackel wieder zu einem Normalgewicht gefunden hatte, gab es ein Problem. Die Haut des Tieres war völlig ausgeleiert. So kam es dazu, dass der Hund immer wieder über die eigene Haut stolperte. Diese überstehende Haut musste natürlich wegoperiert werden. Nach dieser Operation ging es dem kleinen Dackel wieder richtig gut. Endlich kann dieser Hund glücklich in der Freiheit herumrennen und das ohne, dass sein Bauch auf dem Boden schleift oder dass er über seine eigene Haut stolpert. Wer sich die Vorher-Nachher-Bilder anschaut, erkennt, dass dieser Hund ordentlich abgespeckt hat. Der Hund sieht sportlich, glücklich und zufrieden aus. Außerdem hat der Hund endlich einen passenden Besitzer und ein richtiges Zuhause bekommen. Dieser Hund hat wirklich schlimme Zeiten durchgemacht und nun ein friedliches, glückliches und harmonisches Leben verdient. Die Bilder dieses Hundes gingen um die ganze Welt. So ist dieser Hund schon zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Der Hund und seine neue Besitzerin sind überaus glücklich, einander gefunden zu haben. Auch die Besitzerin sagt, dass sie in dem Hund einen richtigen Freund fürs Leben gefunden hat. Der Hund ist überaus treu und begleitet sie in allen Lebenslagen. Sie sagt, dass der Hund sehr brav ist und immer auf sie hört. Die Besitzerin hat sich total an den Hund gewöhnt und so kann man sagen, dass diese Geschichte ein glückliches Ende gefunden hat. So Leute, das war's. Was ist dein Lieblingstier? Hast du ein Haustier und wenn ja, welches? Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und aktiviert die Glocke. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.